Ich bin die Magdalena Krebs, bin wissenschaftliche Mitarbeiterin für die LFL am Staatsgut in Schwarzenau für die Ferkelhaltungsversuche. In Schwarzenau haben wir drei verschiedene alternative Ferkelaufzuchtsysteme. Das eine ist der Nature Line, das zweite ist ein angepasstes System mit längs angeordneten Liegekisten und das dritte ist ein Pickport-System. Aktuell laufen in den drei Ferkelaufzuchtsystemen Haltungsversuche mit Langschwanzferkeln. Die Versuche sollen die Auswirkungen von den Haltungssystemen auf Langschwänze und die damit entstehende Beißproblematik, die aufkommen kann, untersuchen. In zwei von den Systemen haben wir einen gleichgegliederten Außenbereich. Zum einen im vorderen Bereich ein Gussrost mit einer Tränkestelle, der auch als Kotbereich dient. Dann folgt eine Festfläche mit Trog und Heuraufe und nach innen geht es dann in den Liegebereich. Der Liegebereich unterscheidet sich in den beiden Abteilen. Einmal durch längs angeordnete Deckel, die dann eine Liegekiste bilden, und der Nature Line wäre dann komplett ohne Deckel, eine offene Liegefläche. Im Nature Line haben wir pro Ferkel bis zu 0,7 Quadratmeter und in dem anderen System wären es bis zu 0,9 Quadratmeter pro Tier. In den alternativen Ferkelaufzuchtabteilen ist der Liegebereich bis zu 0,3 Quadratmeter groß. Das dritte System, das wir hier im Haus haben, ist ein Pickport-System. Der hat auch einen Außenbereich, der allerdings nur ein Außenbereich ist, wo sonst keine weiteren Funktionseinheiten zu finden sind. Die anderen Funktionseinheiten wie Tränke, Trog und Beschäftigungsmöglichkeiten befinden sich in dem Fall im Innenbereich, genauso wie die Liegekiste mit Deckel. In allen Ferkelaufzuchtabteilen haben wir das gleiche Tierfestplatzverhältnis mit den gleichen Futterautomaten. Das Tierfestplatzverhältnis beträgt in allen Fällen 1:4. Im Nature-Line-System gibt es ja keinen Deckel. Im Vergleich dazu gibt es in den anderen beiden Systemen eine abgedeckte Liegekiste. Die eine hat nochmal eine extra Infrarotheizung im Deckel eingebaut und der Pickport hat jetzt nur eine Fußbodenheizung mit einem Lamellenvorhang. In allen drei Ferkelaufzuchtabteilen gibt es Heukörbe mit einer Rauffuttervorlage in Form von Heu. An den Körben ist in der Regel auch nochmal eine verlängerte Befestigungskette mit dran, wo sich die Ferkel auch noch mit beschäftigen können. Wenn Bedarf besteht, können wir den Ferkeln jederzeit noch weiteres Beschäftigungsmaterial zur Verfügung stellen. Das würde dann in Form von Seilen, Jutesäcken oder möglicherweise auch Kunststoffspielzeug erfolgen. In zwei von den Systemen haben wir einen Gussrost. Unter dem Gussrost, der gut angenommen wird, läuft ein Unterflurschieber. Hier besteht auch immer die Möglichkeit, den anfallenden Mist über eine Abschiebekante nach unten in den Güllekanal zu befördern. Im Pickport-System laufen zwei Unterflurschieber, einmal im Außenbereich, der doch zunehmend verschmutzt ist im Verlauf der Ferkelaufzucht, reinigt sich also von selbst nicht sonderlich gut. Der Unterflurschieber innen funktioniert relativ gut, wobei aber auch hier der Liegebereich händisch nochmal entmistet werden muss. Im Pickport haben wir drei Tränkenippel, die sind in der Nähe zum Futterautomaten angeordnet, auf dem Spaltenboden. In den beiden anderen Systemen gibt es auch drei Nippeltränken, die hier allerdings im Außenbereich angesiedelt sind, über dem Gussrost, um hier auch einfach den Kotbereich als solchen klarer zu definieren. Die Tiere nehmen in allen drei Abteilen die Strukturierung der Bucht sehr gut an. Wobei im Winter, in der kälteren Jahreszeit, nehmen die Tiere die abgedeckte Liegekiste deutlich besser an. Hier bewährt sich das System, um ein besseres Mikroklima zu schaffen. Im Nature Line und im angepassten Ferkelaufzuchtsystem nehmen die Tiere im Sommer sehr gerne den Gussrost wie auch die Vernebelungskühlung an. Also im Nature Line mag ich persönlich die Übersichtlichkeit sehr, sehr gerne. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass die Ferkel keinen abgedeckten Liegebereich haben, der ein besseres Mikroklima für die Tiere gewährleisten würde. Das zweite alternative Ferkelsystem mit den längs gestalteten Liegekisten hat leider den Nachteil, dass die Tiere sehr gerne den Innengang verkoten. Auf der anderen Seite schafft er halt natürlich ein fantastisches Mikroklima, wo sich die Ferkel auch unter dem Deckel sehr wohlfühlen. Der Pickport mit seiner quer angeordneten Liegekiste lässt die Buchten nicht so gut einsehen. Das heißt, sie muss natürlich immer den Deckel anheben, um an die Tiere ranzukommen, weil sie sich sonst drunter verstecken. Allerdings ist hier die Gebäudehülle als Ganzes klimatisch, gerade im Winter, für die Ferkel deutlich angenehmer, weil sie nicht nach draußen müssen. Nachdem wir uns momentan noch mitten im Versuchsgeschehen befinden, ist es schwierig, eine deutliche Aussage zum Schwanzbeißgeschehen zu treffen. Wir würden da gerne erst das Ende des Versuchs abwarten.
Man muss sich darüber im Klaren sein, dass alternative Ferkelaufzuchtsysteme ein anderes Arbeiten erfordern als in der konventionellen Haltung. Dass man da managementtechnisch anders rangehen muss und auch mehr Aufmerksamkeit auf das Bedürfnis der Tiere richten muss, dass es gut funktioniert.